Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich auf Wunsch von einem Videozuschauer von AAA60921 einen Hack bzw. einen Mod für das Spiel Minecraft Pocket Edition für alle Apple-Geräte vor. Und ja, ich zeige euch, wie das funktioniert, wie ihr den Mod installiert. Und achso, der Mod besteht darin, dass ihr keinen Nebel habt, dass ihr soweit geht schauen könnt und ja, dass ihr mehr Slots habt. Genau, das war's und ja, viel Spaß. Gut, ihr geht auf Cydia und dort geht ihr einfach auf Verwalten und auf Quellen. Und dort auf Bearbeiten und Hinzufügen. Und gebt ein cydia.myrepospace.com/cyrus/. Dann auf Quelle hinzufügen und ihr installiert die ganze Quelle. Gut, wenn ihr die Quelle installiert habt, geht ihr auf diese Quelle? Genau. Und dort gibt es das Paket MCPE Patch. Geht ihr drauf und installiert das Ganze. Genau, wenn ihr es installiert habt, könnt ihr aus CD rausgehen. Ihr geht dann auf MCPE Patch. Legt das Ganze, dann geht ihr auf Downloader, gebt ihr da den Link ein, den ich euch in die Beschreibung packe. Wenn ihr den dann downloadet habt, habt ihr oben diese Mods, könnt ihr dann so hinten ein Häkchen setzen und auf Apply Patches und dann ist der Mod sozusagen gepatcht und aktiviert. Ja, dann startet ihr ein Spiel. Ich tue jetzt hier ein neues machen. Wie nenne ich das jetzt? Das nenne ich jetzt YouTube. Gehen wir in den Survival Mode und erstellen ein neues Spiel. Gut, dann sind wir hier drin. Und ihr seht schon, wir haben hier unten mehrere Slots als normal. Das war es hier gepatcht haben und wir haben keinen Nebel. Und wir können so weit schauen, wie die Karte reicht. Jetzt gehe ich mal auf einen höheren Punkt. Gut, jetzt habe ich es endlich mal geschafft, auf einen Berg zu steigen. Und jetzt seht ihr, wir haben keinen Nebel und wir können sehr, sehr, sehr weit schauen. Was ich finde, ein Vorteil ist. Und ja. Ich finde einfach diesen Mod echt cool und nützlich. Ja. Und viel Spaß beim Minecraft-Suchen. Ich bedanke mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich auch über Abos freuen und Kommentare sind auch immer gern gesehen. Ja, dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Video.